Okay, herzlich willkommen. Ihr habt heute vorbereitet ein paar Beweise am Parallelogramm. Das würde ich gerne mit euch zusammen machen. Und wir haben es gerade schon besprochen. Ich würde gerne mal mit unserem neuen Wurfmikrofon experimentieren. Da gibt es so eine 3D-Druckanleitung beim KIT. Die habe ich ausgedruckt. Und dann hat ein Kollege von mir, der Matthias, hat das im 3D-Drucker gedruckt. Da ist so ein kleines Mikro drin. Ich zeige das mal hier. Na, hier in dem Würfel hier ist so ein kleines Mikro drin. Da. So, die Druckanleitung verlinke ich euch in der Beschreibung, ne, falls es jemand haben möchte. Und wir testen das jetzt heute mal. Okay. Also, Beweis am Dreieck, Entschuldigung, am Parallelogramm. Ich skizziere hier mal ein Parallelogramm hin, okay. So grob skizziert. So. Um die Beweise zu führen, müssen wir erstmal wissen, wovon wir ausgehen dürfen. Und das ist in diesem Fall die Definition von Parallelogramm. Wie war nochmal Parallelogramm definiert? In der Aufgabe steht es drin? Als ein Viereck mit zwei Paar parallelen Seiten. Genau. Viereck mit zwei Paar parallelen Seiten. Das heißt, wir dürfen nur davon ausgehen, dass die Seiten parallel sind, die gegenüberliegenden. Wir wissen nicht mehr. Unter anderem wissen wir nicht, und das soll jetzt zu beweisen sein, ob die gegenüberliegenden Seiten auch gleich lang sind. Sind die gegenüberliegenden Seiten gleich lang? Wie seid ihr da vorgegangen? Was habt ihr als allererstes gemacht? Was ist der erste Schritt? Ich habe das Parallelogramm erstmal beschriftet. Beschriftet, okay. Was hast du da beschriftet? Mit A, B, C, D. Die Punkte, ne? Die Ecken. Okay, das macht Sinn, genau. A, B, C und D. Okay. Dann können wir nämlich besser reden über Punkte. Mhm. Was ist der nächste Schritt? Was habt ihr dann gemacht? Ich habe dann die Diagonale von A und C gezogen. Eine Diagonale eingezogen, genau. Zum Beispiel die von A nach C. Mhm. Warum? Was bringt uns das? Jetzt haben wir zwei Dreiecke und da können wir vielleicht Dinge verwenden, die wir schon bewiesen haben für Dreiecke. Okay, was jetzt? Was ist der nächste Schritt? Wir können jetzt den Wechselwinkelsatz benutzen, weil wir wissen ja, dass die Strecke AB parallel ist zu DC. Mhm. Und somit weiß ich, dass ich beim Punkt A Alpha mit dem Wechselwinkelsatz genauso groß ist wie der Winkel bei C. Genau, das hier, genau. So, okay. Diese beiden Winkel sind gleich groß, weil wir eine Gerade haben, die zwei parallele Geraden schneidet. Also wenn wir jetzt hier uns das als Geraden fortgesetzt denken, die Strecken. Mhm. Okay, die beiden Winkel Alpha sind gleich groß. Mhm, machst du weiter? Genau, das gleiche gilt auch für Beta, also den anliegenden Winkel. Diese hier? Ja. Genau, diese beiden Winkel sind mit dem gleichen Argument gleich groß, genau. Jetzt werden halt diese beiden Geraden durch eine dritte Gerade geschnitten. Ne? Auch wieder Wechselwinkel. Und was wissen wir noch? Hinter dir? Ja. Dass Gamma jetzt auch gleich groß sein muss. Dass dieser Winkel auch gleich groß sein muss, genau, das wissen wir auch. Können wir mal reinschreiben. Ne? Warum wissen wir das? Warum meinst du, sind die gleich groß? Wir haben zweimal die gleichen Winkel im Dreieck, Alpha und Beta jeweils, dann muss der dritte Winkel Gamma eben so sein, dass es 180 Grad passt. Genau. So, und jetzt? Wir hatten auch mit den anderen beiden Winkeln und der gemeinsamen Seite, aber auch den WSW-Satz. Aha, okay. Also wir haben
noch diese Seite, ich nenne sie mal klein s, okay, die Strecke, nicht Seite, Entschuldigung, die Strecke, oder Seite der Dreiecke. Ja, und da haben wir jetzt welchen Konkurrenzsatz? WSW. Also WSW. Winkel, Seite, Winkel, genau. Winkel, Seite, Winkel. Winkel, Seite, Winkel. Die beiden Dreiecke sind kongruent. Gamma bräuchten wir eigentlich gar nicht. Ne? Die drei, beiden Dreiecke sind kongruent. Und was gilt dann als Folgerung? Hm? Dass die Dreiecke kongruent zueinander sind. Und somit weiß ich ja, dass auch die Strecke AB kongruent zu DC ist. Genau. Also sind die entsprechenden analogen Dreieckseiten kongruent. Und das ist diese Seite und diese. Also die an Alpha angrenzende Seite ist zu dieser an Alpha angrenzende Seite kongruent. Und die an Beta angrenzende Seite ist zu dieser Seite hier kongruent. Okay, genau. Super. Also, gegenüberliegende Seite im Parallelogramm sind gleich lang. Gibt es dazu noch Fragen? Zweite Aufgabe. Beschriften wir gleich mal wieder. A, B, C, D. Die zweite Aufgabe war, zu beweisen, dass sich die Diagonalen im Parallelogramm in der Mitte schneiden. Oder gegenseitig halbieren. Ich glaube, so war die Formulierung, ne? Ja, was kann man jetzt machen? Vielleicht nennen wir den Punkt in der Mitte auch mal M oder so, ne? Wir wissen noch nicht genau, ob es die Mitte ist, also machen wir S wie Schnittpunkt. So, besser. Was können wir jetzt machen? Wieso halbieren die sich? Ja, ja. Hm? Ich habe auch wieder zwei Dreiecke konstruiert oder ja, betrachtet in dem Parallelogramm, und zwar ABS und DCS. Du betrachtest zwei Dreiecke, nämlich A, also ich brauche es ja nicht wiederholen. Dieses Dreieck und dieses Dreieck, genau, okay. Hm? Ja, und dann kann man wieder den Wechselwinkelsatz anwenden und wir haben ja jetzt auch die Voraussetzung, also so habe ich manchmal, dass wir den Beweis von vorher mit benutzt haben, dass die Seite gleich lang ist. Also A. Genau. Und dann folgt was? Ja, machst du Ende. Hm? Ja, mit WSW wieder, dass die beiden Dreiecke kongruent sind. WSW, die, ja genau, und? Und damit dann auch, dass die Strecken jeweils, also AS und SC gleich lang ist. Und B. Warum sind diese beiden gleich lang hier? Ja, und die entsprechenden Seiten natürlich auch. Ja, hinter dir? Ja, weil die jeweiligen Seiten an den gleichen Winkeln anliegen. Genau, und das ist die Seite, die hier an Alpha anliegt, an beiden Seiten. Das heißt, diese Seite hier, diese Strecke AS ist gleich SC und die Strecke DS ist gleich SB. Genau. Sehr schön. Okay, jetzt konnten wir sogar die Kongruenzsätze am Dreieck mal richtig einsetzen für zwei Beweise am Parallelogramm. Gibt es dazu noch Fragen? Ja.